So, und damit sage ich mal hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme in meinem wunderschönen Let's Play. Ja, wir haben jetzt ein Effizienz 5 Buch und ein Reparaturbuch und ich würde sagen, damit gehen wir einfach mal nach Hause. Ich muss mal gucken, wo war denn hier der Rückweg? War der hier lang? Ich glaube schon, ich gehe da mal eben lang. Genau, da müssen wir nur übers Wasser. Und dann sollte doch schon unser Pferd sein, wenn es nicht weggelaufen ist. Ja, ich müsste hier mal so eine Brücke drüber bauen, weil das immer hier nervig. Ja, so mit Erde, so eine schöne Erdbrücke. Ja, stabil natürlich von der Konstruktion her. So, hier noch ein bisschen Erde. Und weißt du was, hier, da kann man auch richtig klotzen. Die machen wir einfach mal hier drei breit. So, und jetzt erstmal so ein bisschen schön schwimmen. Die faszinierenden Unterwasserwelten betrachten. Okay, und hier war ja irgendwo unser Pferd. Das haben wir ja nicht angebunden, weil wir hatten ja keine Leine dabei. Genau, und da haben wir es auch direkt wiedergefunden hier. Den Galerius, das ist ja mal wunderbar. Und dann geht es erstmal hier zurück nach Hause. Okay, müssen wir jetzt so lang gehen. War gerade ein bisschen verwundert, wusste gar nicht, wie es hier über die Schlucht kommen soll. Aber da war ja eine Brücke, die wir ja gebaut haben, also gar kein Problem. So, und dann geht's erstmal hier lang. Und dann eben mal an dem Dorf hier vorbei. So, also das Dorf wäre schon so ein bisschen ernüchternd. Also, da gibt's fast gar nichts. Ein sehr kleines Dorf. Ich müsste mal versuchen, hier so ein paar Villager zu paaren. Dann könnten wir auch das Dorf immer noch ein bisschen erweitern. Weil es ist näher. Das würde natürlich dann mehr passen, wenn wir dann hier die ganzen Bibliothekare hätten. Müssen wir mal gucken. So, und dann geht es jetzt über die Wiese. Ja, der sehr lange Rückweg. Ist immer so ein bisschen ätzend, wenn man immer so lange laufen muss hier. Also da weiß ich auch gar nicht, was ich da sagen soll, weil das sind eigentlich immer nur die gleichen Landschaften. Also die kennen wir ja alle schon. Also insofern dann nichts Besonderes. Also in so ein paar Tagen ist ja auch Minecraft Live. Ja, aber das Update wurde ja schon vorher geleakt. Also insofern bin ich natürlich gespannt, was da kommt. Ja, aber aufgrund des Leaks weiß man natürlich dann grob, was dann kommen wird. Also wenn der Leak natürlich echt war. Okay, wie kommen wir jetzt nach Hause? Ja, hier können wir einfach lang reiten. Ja, ich würde, glaube ich, den Sumpf hier am liebsten trockenlegen, weil das ist schon nervig, hier durchzukommen. Das ist überall Wasser hier. Genau, und hier war ja auch unsere U-Bahn-Station. Ich glaube, ich mache Effizienz 5 auf meiner Axt drauf, weil wir brauchen immer so viel Holz. Und ich habe so eine Effizienz 5 Axt, die wird sich da schon lohnen. So, kann ich das von hier aufmachen? Okay, das geht. Das ist ja wunderbar. So, dann wird es hier mal dicht gemacht. Und dann wird gleich mal hier so ein bisschen verzaubert. So, das hier ist ja die Axt. Und dann mache ich mal hier Effizienz 5 drauf. So, und wir haben eine schöne Diamantenaxt mit Effizienz 5. Und Reparatur wollte ich doch hier drauf machen. Weil die wollten wir sowieso reparieren. Okay, dann ist natürlich nur die Frage, wie wir das anstellen mit der Reparatur. Aber ich glaube, erstmal probiere ich so ein bisschen meine Axt aus. Weil da bin ich natürlich schon gespannt, wie sehr Effizienz 5 besser ist als Effizienz 4. Also noch besser wären natürlich so Netherit-Werkzeuge, aber ich habe gar nicht dieses Netherite-Template.
Okay, das schon mal ordentlich. Also so kann man arbeiten. Okay, jetzt macht es auch mehr Spaß, so ein bisschen was abzuholzen. Also es geht ja hier butterweich. Also da kann ich gar nicht aufhören, hier Bäume abzuholzen. Weil ist schon nice eigentlich. Also ist schon ganz schön nice. Ja, haben wir auch so ein paar Holzstämme. Kann man ja auch gebrauchen. So, ich glaube, ich sammle nochmal hier so ein paar Setzlinge ein. Ja, 4 Setzlinge haben wir und die würde ich auch mal hier so einpflanzen. So, ich würde gerne mal hier so die Spitzhacke reparieren. Okay, ich glaube, ich gehe mal eben in den Nether und dann bauen wir so ein bisschen Netherquarz ab. Und dann sollte der auch in 0, nix repariert sein. Ja, so machen wir es einfach mal. Ah, ich könnte auch noch hier irgendwas machen. Vielleicht so einen Garten. So ein paar Blumen könnte ich hier mal einpflanzen. Sieht aktuell noch so ein bisschen leer aus hier. Ja, und dann geht es erstmal hier in den Nether. Und wir lassen einfach mal überraschen. Ja, ich würde mal so in der Richtung nach so ein bisschen Netherquarz Ausschau halten. Ach Mist, ich habe gar keine Goldrüstung. Das ist schon blöd. Okay, dann gehe ich nochmal zurück und dann hole ich mir das eben mal. So ein bisschen Gold, so ein Goldhelm am besten. So, dann sind wir auch mal so auf der sicheren Seite. Ja, bei der Gelegenheit könnte ich auch mal schlafen gehen eigentlich. So, und dann erstmal rein. Habe ich denn einen Goldhelm irgendwo? Ja, ich könnte es in allen Kisten nachschauen, aber das möchte ich gar nicht. Ich glaube, ich mache mal einfach einen, weil so ein paar Goldbarren haben wir ja noch. So, dann hier und hier und hier und hier. Und dann haben wir einen wunderschönen Goldhelm. So, die Barren packe ich mal wieder hier in die Kiste rein. Gut, hier haben wir noch so ein paar Bücher. Aber für die habe ich aktuell keine Verwendung. Ich meine, wir haben ja hier schon Huschen drauf. Ja, weil Nacht ist, würde ich auch mal eben schlafen gehen. Und das machen wir auch mal eben. Ah, nochmal so ein bisschen Frühstück essen. Müssen wir irgendwas anderes essen? Ich esse ja ständig hier nur Kartoffeln. So ein paar goldene Karotten wären auch mal nice. Hätte ich mir auch im Dorf kaufen können. Aber da habe ich nicht dran gedacht. So, den Helm setze ich mal eben auf. Und da sind wir auch geschützt. Das ist schon mal ganz schön. So, und dann geht's mal hier lang. Und mal schauen, wo wir noch so ein bisschen Netherquarz haben, was wir abbauen können. Ah, da hinten zum Beispiel. Ah, da haben wir diese Magma-Cubes. Also von dem bin ich ja kein großer Fan, weil wegen einem so ein Ding bin ich mal gestorben. Nether, und das war nicht so nice. Also die sehen harmlos aus, aber so harmlos sind die gar nicht, wie die aussehen. So harmlos sind die gar nicht. So, komm her. Es gibt gleich Gelee. So. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt keinen von den Schweinen treffe. So, und die hacken wir auch mal eben klein. So, da können wir auch so ein bisschen Magma-Creme einsammeln. So, Magma-Creme ist ja besser als Sonnencreme. Weil Sonnencreme gibt es hier gar nicht im Spiel. Also insofern schon mal etwas. So, und jetzt sammeln wir mal so ein paar Erfahrungspunkte. Und das repariert auch unsere Axt gleich.
Gut, das haben wir mitgenommen. Okay, ich glaube, ich muss mal eben niesen. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, da muss ich nochmal eben niesen. Deshalb habe ich mich da eben mal leiser gedreht. So, ist aber auch schlimm heute mit dem Niesen. Okay, da haben wir wieder diese Magma-Dinger. Ja, ich würde lieber mal nach so ein bisschen Quarz-Ausschau halten. Also da oben haben wir so ein bisschen, aber da kommt man auch schwer ran. Ich würde mich halt nach oben bauen. Das würde schon mal gehen. So, dann kann man hier so eine kleine Plattform aus Erde sich anlegen. So, und der ganze Quarz wird dann mitgenommen. So, und das hier, und das hier. Okay, ich glaube, in der Gegend finden wir nicht mehr allzu viel Quarz. Weil da haben wir schon reichlich mitgenommen. Okay, da kommt man natürlich jetzt schwer rüber. Ich glaube, dann baue ich eben mal hier so eine Brücke. So, aber hier auch überall diese Magma-Dinger. Nervig. So, und die kloppen wir auch mal eben hier klein. Da würde ich mal gerne hier den Netherquarz mitnehmen. Nur ein Stück. Ja, schon ein bisschen dürftig. So, ich könnte auch Gold abbauen, aber Gold bringt, glaube ich, nicht so viele XP. Nö, also jetzt nicht so viel, vom Gefühl her. So, vielleicht haben wir da hinten noch so ein bisschen Netherquarz. Okay, hier ist auch nicht so viel. Also hier sehe ich jetzt nichts. Aber da hinten wäre so ein bisschen was. Okay, dann schaue ich mal, dass ich da hinkomme. Oh, da haben wir schon so ein Skelett, Johnny. So, komm mal eben schön hoch. So, den schlagen wir auch mal hier zu Knochen. Wo waren hier? Ach genau, da war der. Da war der Netherquarz. Jo, ja, die Spitzhacke repariert sich langsam. Also kann auch so ein bisschen dauern. So, ist da unten noch was? Okay, da war jetzt nichts. Okay, da oben wäre noch so ein bisschen Netherquarz. Also den holen wir uns auf jeden Fall. So, und eine Kartoffel esse ich auch mal eben zwischendurch. Und eine zweite auch noch mal eben. So, und natürlich nehmen wir auch den Netherquarz mit. Okay, ich glaube, ich muss mal in irgendeine Gegend gehen, wo ich noch nicht war zuvor. Das wäre schon mal eine ganz gute Idee. So, wie kommen wir denn jetzt zurück? Wir müssen halt da nach oben. Also ich glaube, in der Richtung, da waren wir schon. Ich soll dann vielleicht lieber mal in eine andere Richtung gehen. Vielleicht mal dort lang. Okay, das ist auch so ein bisschen Netherquarz. Also den konnte ich natürlich mitnehmen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Aber da kommt man natürlich jetzt auch nicht so leicht ran. So, haben wir den mal eben mitgenommen. Und da hinten ist ja auch noch so ein bisschen. Das ist auch schon mal sehr schön.